ist unser Bauer Zitzele. Viel Spaß. So, grüß euch. Oh, ein paar sind noch wach, so. Das sieht man noch mal, grüß euch. Jetzt haben wir alle, jawohl. Ha. Leute, ich hoffe, es sind alle gut drauf. Ja, haben ihr ihren Alger daheim gelassen? Gut, der eine oder andere hat ihn neben sich hocken, aber gut. Leute, habe ich wieder Sachen erlebt, du. Ich war bei meinem Kumpel in der Stadt drin und der wohnt im Hochhaus. Ich, in der Hochhaus, nein, in den Fahrstuhl mit mir ist auch ein junges, knackiges Mädchen eingestiegen, du. Wir fahren dann auf, was soll ich, auf einmal drückt die auf den Stoppknopf, zieht sich vor mir aus, kommt auf mich zu und sagt, mach, dass ich mich wie eine richtige Frau fühle. Mein Himmel genommen, vom Rand zergrissen, auf den Boden geschmissen und so gesagt, Wäsche und Biegle. Herr Freule, ha. Ich war ja froh, dass die mich angeschwätzt hat. Ich darf mir ja von mir aus nie trauen, eine Frau anzuschwätzen. Ja? Da fehlt mir der Mut. Wisst ihr, was Mut ist? Mut ist, wenn er bloß mit einer Badhose an in die Ober geht. Ja, und Übermut ist, wenn er die Badhose an der Garderobe abgibt. Ja? Ja, und schlagwörtlich ist, wenn die Garderobefrau fragt, ob du deinen Knirps Augläder anlassen willst. Gell? Ja, ja. Freule, ha. Mensch, bin ich froh, dass die mich angeschwätzt hat. Wie gesagt, ich habe da keinen Mut. Ich bin da jetzt so wie der Mann von der 3%-Partei. Ihr kennt den? Der Brüderle, jawohl, danke. Eine Frau denkt mit, das Brüderle vom Schwesterle, der Brüderle, genau, ja, so. Ja, der kommt ja an keinem Ausschnitt vorbei, ohne dass er neihagelt. Jetzt hat ihm seine Parteifreund schon rote Schuhe geschenkt. Na, wisst ihr mal, wo er gerade drinnen steckt? Nee, also mir da der Mut fehlt. Aber unser Herr Kretschmann, der hat ja auch Mut. Gell? Der hat ja Mut. Der hat jetzt gesagt, Mensch, Leute, ich mach weiter. Ich gehe nicht nach Brüssel. Ich lass mich nicht abschieben. Nach dem Motto, hast du einen Opa, schick ihn nach Europa. Nix da, hat er gesagt. Ich bleib hocken, wo ich bin. Aber wenn es einmal so weit ist, dass er weg ist, hat er auch gesagt, will er auch keinem mehr zur Last fallen. Hat er gesagt, ich bin grüner und muss mich nicht genieren. Ich lass mich später kompostieren. Ja. So ist es. Heile! Ja, ich mache ja auch viel für die Völkerverständigung. Ich habe einen Nachbar, der ist Türk, der Ali. Da ist etwas los. Im Sommer hat er seinen Passerteppich ausgeklopft übers Geländer, gell? Hat er Teppichklopfer da draufgeschlagen wie ein Bläder. Hat er gesagt, Ali, was ist los? Springt er da oder was? Heile! Ja, das ist so ein Teebeutelwitz, den musst du ein bisschen ziehen lassen, dann kommt der gewalttätig. Hey, dann habe ich samstagmittags des deutschen liebsten Hobby gemacht, ich habe mein Auto gewaschen. Ja, dann habe ich angefangen, schön zum Eishäufen. Dann hat der Ali sein 3er BMW rausgefahren aus der Garage, auch angefangen zum Eishäufen. Dann habe ich schön abgespielt, der Ali sein BMW auch schön abgespielt. Dann habe ich mein Wachstieble geholt, schön eingewachst. Der Ali auch reingewackelt, auch sein Wachstieble geholt, auch schön eingewachst. Dann habe ich gesagt, so, jetzt musst du noch den Abhalleffekt testen. Habe einen Tesla Wasser geholt, schön drüber laufen lassen, schön ist abhalt. Was macht der Ali? Geht in seine Garage rein, kommt mit der Säge wieder raus und sägt hinter der Auspuff weg. Sag ich, Ali, was soll denn der Scheißdreck? Sagt er, wenn du deine Auto taufen, dann ich meine beschneiden. Oh. Herr Freule. Ja, und beschnitten wirst du heutzutage überall, oder? Ja, vor allem im Verkehr. Also im Straßenverkehr meine ich jetzt. Ist ja furchtbar. Die Polizisten überall wirst du rausgezogen. Und seit ich international unterwegs bin, treffe die Typen laufend. International, wisst ihr, was ist, oder? International. Ich erkläre es euch. Pass auf. International ist für den Amerikaner immer Schotterrock. Eine Japanerin, ein bayerischer Dirndl auf einem englischen Schiff, das unter russischer Flagge fährt. In andalusischer Nacht bei griechischem Wein und ungarischer Musik hinter spanischer Wand französisch verführt und sie mit Schweizer Franken zahlt. Das ist international. Ja. Ah.
Ja, Freule. Und dann hat er mich angehalten. Er kommt da zu mir her und sagt, Sie wissen, warum ich Sie anhalte. Dann habe ich so zu dem Nuss gelächelt. Ach, lassen Sie beraten, Wachtmeisterle. Sie sind einsam. Hm? Und dann war der sauer, du. Hat er gesagt, hätten Sie was gegen Alkoholprobe? Und ich sag, kein Problem. In welcher Wirtschaft fangen wir an? Sagt er, steigen Sie mal aus, Sie haben doch gesoffen. Und ich sage, also Herr Oberschützergrenadier, mit Sicherheit nicht. Gell? Sag, steigen Sie mal aus. Mit Ihnen mache ich jetzt einen Test. Hat er gesagt, stellen Sie mal vor, Sie fahren da auf der Straße entlang. Ihnen kommen zwei Lichter entgegen. Was ist das? Sag ja, wo der Auto sei. Sagt er, ja schon. Aber was für uns? Ein Mercedes, ein Volvo, ein Audi. Sag ich, weiß doch nicht. Sagt er, seht Sie es im Sofa? Sag ich, nein. Sagt er, gut, nochmal einen Test. Stellen Sie mal vor, Sie fahren die Straße entlang. Ihnen kommt euer Lichter entgegen. Was ist das? Sag ich, ja logisch. Wird der Motorrad sein? Sagt er, ja, aber was für uns? Honda, Suzuki, Kawasaki. Sag ich, weiß doch nicht. Sagt er, seht Sie es. Und dann waren wir blöd, gell? Dann hat man da oben das dritte Sigomatikringli, hat es mir einen Ausdruck, das rote, gell? Habe ich gesagt, jetzt mache ich mal einen Test mit Ihnen. Habe ich gesagt, stellen Sie mal vor, Sie fahren der Straße entlang. An der Straße steht ein leicht bekleidetes Mädchen, Miniröckli an, oben druckt die Äpfel aus, schön angeschmiert. Was ist das? Sagt er, ja klar, wo der Nutte sei. Sag ich, ja schon, aber was für eine? Ihr Mutter, Ihr Frau, Ihr Tochter. Freile, mit der Polizei da erlebst du eh Sachen. Ich hab drei Kumpels, mit denen spiele ich immer Benogel. Meine drei Kumpels sind alles Lehrer. Der eine ist Lehrer für Sonderschule, der andere für die Realschule und der letzte fürs Gymnasium. Und da ist uns das letzte Mal das Schlimmste passiert, was da passieren kann, und sie ist Bier ausgegangen. Dann ist mein Gymnasiallehrer auch schon gesagt, Jungs, das ist kein Problem, ich fahr schon in die Ruhekiste. Der ist gefahren, eine halbe Stunde später kommt er wieder und sagt, Jungs, Scheiße gelaufen. Putzeleikontrolle. Führerschein abgeben, ist das Auto stehen lassen. Und Bier in den Alkohol. Sagt mein Realschullehrer, du bist ein Sackel. Lass ihn mal nie machen. Der geht auch nicht. Halbe Stunde später kommt er wieder, sagt er. Scheiße gelaufen. Putzeleikontrolle. Führerschein weg, das Auto stehen lassen, müssen. Und Bier in den Alkohol. Dann ist mein Sonderschullehrer aufgestanden und sagt, ihr seid doch beide Stackel, lass ihn mal nie machen. Der geht, eine halbe Stunde später kommt er wieder, was bringt er mit? Drei Kästen Bier und der Führerschein vom Gymnasiallehrer und vom Realschullehrer. Wenn sie vorher Sommer, haben sie sich nicht angehalten. Seid ihr frei, ne? Warum dir ist nichts passiert? Sagt, aber ich kenne meine Bube Eleanor mit dem Vornamen. Freule, wenn jetzt also vor der Sonderschule lauter Polizeiautos ständet, dann muss da gar nichts passiert sein. Entweder Elternabend oder Klassentreffen. Ja? Jetzt, ich bin ja jetzt auch seit letztem Jahr verheiratet und meine Frau, die will unbedingt ein Kind. Und die schafft mit unlauteren Mitteln. Die hat jetzt Pille abgesetzt. Und dann denkt er, ich merkt es. Aber ich bin nicht von Blädhausen. Natürlich hat es gemerkt, gell? Dann habe ich vorher noch Gummile drüber da. Wo wir noch fertig waren, hat meine Frau gesagt, so mal, wie sollen unser Bulli jetzt heißen, wenn es aufs Welt kommt? Das Gummile runter da und Knoten eingemacht, nachgehoben und gesagt, wenn er da rauskommt, David Copperfield. Ah. Ja. Aber Eile. Naja, aber ich bin jetzt, muss ich sagen, ich bin froh, dass ich verheiratet bin. Natürlich gibt's auch ab und zu mal Krach. Ja, gleich nach der Hochzeit hat meine Frau mich gefragt, Schatz, tätst du, wenn ich sterbe, auch wieder mit einer anderen Frau schlafen? Und ich gesagt, Schatzi, da dafür musst du doch nicht tot sein. Ich geh da so. Naja, aber, Freule, ich bin froh, dass ich jetzt aufgehoben bin, gell? Ja.
Weil früher als Lediger, da bist du von einem Nest ins andere gekopft. Mensch, ich war in so viel Kleiderschrank, dass ich mit allem Motto partout bin. Das ist schlimm. Und dann ab und zu kannst du die Hose nicht mehr anziehen, ja? Mit da der Mann kommt, da musst du schnell raus. Und dann hopfst du nackt zum Balkon runter mit dem nackten Arsch in Brennnesseln. Nein, das ist nicht lustig. Und gesagt, das auch noch wie so. Und dann denkt, wie kommst du jetzt da heim? Dann habe ich eine Gruppe Jogger gesehen, die sind gerade bei mir vorbeigejoggt. Und ich denkt, hä? An denen da hängst du nach, gell? Und ich hinter da. Hat sich einer umgedreht. Nabet, sag ich, nappend. Joggen Sie immer nackig? Sag ich, ja. Ist gesund. Sagt so. Und immer mit Kondom. Wenn ich sage, neu, bloß wenn es regnet. Ja. Dankeschön. Vielen Dank. Unser Bauer Zitzele. Ich darf Ihnen vorstellen, Markus Zipperle von den Lachertrabern aus Dornstadt. Dankeschön. Dankeschön für deinen hervorragenden Beitrag. Wir lassen dich hochleben mit unserem Narrenruf auf unserem Bauern Zitzele. Ein dreifach donnerndes Ah! 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 Komm gut heim. Zauber!